Er ist definitiv einer der Aufreger der Saison, ein absoluter Eye-Catcher, das Fun-Mobil von Daihatsu, der Daihatsu Kopen. Frischluftzwerg, Japanfloh oder sogar Knutschkugel. Selten hat man ein Auto mit derart vielen Kosenamen verniedlicht wie den Daihatsu Kopen. Dieser zugegeben etwas seltsame Name leitet sich aus den Begriffen kompakt und open ab. Man versucht es ja tunlichst zu vermeiden, das Wort Auto im Zusammenhang mit weiblichen oder kindlichen Attributen zu verwenden. Beim Anblick der doppelten Scheinwerfer, die sich wie coole Augen bis zu den Kotflügeln hinabziehen, und dem lächelnden Kühlergrill entfleucht aber selbst dem größten Macho ein vor Verzückung säuselndes Süß. Mit nur 1,48 Meter Breite und 1,25 Meter Höhe unterbietet der Däumling sogar den Smart. Die durch und durch runde Designlinie setzt sich auch im Inneren fort. Die drei zentral angeordneten Rundinstrumente mit Analoganzeige sind ebenso wie der Schaltknauf in Chrom angefasst. Das verstellbare Dreispeichenlenkrad wird auf Wunsch durch ein lederbezogenes Momo Sportlenkrad ersetzt. Ebenso kann man die serienmäßig schwarzen Sportsitze durch edles rotes Leder austauschen. Casablanca Styling nennen die Designchefs ihr Konzept. Klassiker ziehen eben immer. Apropos ziehen. Mit seinem drehfreudigen Voll-Aluminium-Vierzylinder-Turbomotor braucht sich der Baby Roadster auch nicht in puncto Durchzugskraft zu verstecken. Dank Turbolader und Ladeluftkühlung stehen 68 PS zur Verfügung. Sobald man sich daran gewöhnt hat, das knackige Fünfganggetriebe mit der linken Hand zu schalten, wird man das leichte Handling des Sportfahrwerks zu schätzen lernen. Agil legt sich der Koppen in die Kurven. Lediglich bei unebener Fahrbahn zittert der Scheibenrahmen etwas, aber irgendeinen Haken gibt's ja schließlich immer. Ansonsten hält der Kleine, was er verspricht, großen Fahrspaß im Bonsai Cabrio. Eines ist jedenfalls sicher, wer mit dem Daihatsu Kopen unterwegs ist, zieht die Blicke magisch auf sich. Das knappe Raumvolumen ist schnell vergessen und dass der Kopen nur als Rechtslenker zu haben ist, machen serienmäßige Features wie 15 Zoll Leichtmetallfelgen, Klimaanlage und sein außergewöhnliches Outfit wieder wett. Wir vergeben 9 von 10 Go-Sternchen für den Fun-Faktor. Da jährlich nur wenige Modelle von Hand gefertigt werden und der Bonsai schon jetzt Kultstatus genießt, ist wenigstens dies ein triftiger Grund, sich ein solches Fun-Car anzuschaffen. Ein weiterer ist der niedrige Verbrauch von 4,6 Litern Normalbenzin. Sportfahrwerk und Zusatzfeatures müssen allerdings extra bezahlt werden. 6 kultige Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Der Frischluftzwerg begnügt sich mit einer kleinen Sicherheitsausstattung. ESP und Seitenairbags sind auch gegen Aufpreis nicht erhältlich. Karosserie und verstärkte Türen gewährleisten jedoch optimale Crash-Sicherheit. Serienmäßig gibt's dafür ABS, Gurtstraffer, Kurvenstabilisatoren und Frontairbags. Wir vergeben 8 von 10 Go-Sternchen für die Sicherheit. Der von uns getestete Daihatsu Kopen verfügt über einen Vierzylinder-Turbomotor mit 659 Kubikzentimetern Hubraum. Maximales Drehmoment 100 Newtonmeter bei 3200 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 11,7 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 170 km/h.
Der Verbrauch im Test 4,6 Liter. Preis ab 19.390 Euro.